Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne ein Schminkvideo mit dir zusammen drehen, denn ich habe doch in den letzten Hauls einige Produkte gekauft und möchte die gerne einmal in meinem Gesicht austesten. Vor allem interessiert mich dieses Set von Too Faced, wo ich hier einmal die Palette habe, die Chocolate Gold Palette. Und dann hatte ich auch noch mit dabei die Better Than Sex Mascara und den Augenprimer, den Lidschattenprimer. Also, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Du merkst wahrscheinlich, dass ich gerade etwas angeschlagen bin, beziehungsweise niedergeschlagen. Denn ich habe gerade einen Kommentar erhalten, wo ich schockiert bin. Also ich bin wirklich schockiert darüber. Ich hatte in meinem Rossmann-Haul ja auch gesagt, dass ich eine Sonderallergie habe und hatte auch nicht allzu reine Haut. Also ich habe hier immer noch so ein paar Punkte davon, aber es ist so gut wie weg. Das ist nun mal so. Das nennt sich Haut und ich bin ein Mensch und Menschen haben nun mal auch ein bisschen Hautprobleme manchmal. Puh, aber ich habe einen Kommentar bekommen, den ich euch einmal vorlesen möchte. Denn der hat mich mitgenommen, um das mal so zu sagen. Eine junge Dame, denke ich mal, denn das hört sich jetzt nicht nach einer Frau an, die Erfahrung im Leben hat, hat geschrieben, wenn man so dermaßen schlechte Haut hat und Beauty-Videos dreht, sollte man vielleicht sein Make-up auch benutzen und vorher ein bisschen was im Gesicht abdecken. Sieht ja furchtbar aus. Ich habe das kommentiert mit, das ist eine Sonnenallergie, nobody is perfect. Wisst ihr, Leute, ich habe mir in meinem Leben schon ziemlich viel anhören müssen zu meinem Aussehen, dass ich zu groß bin, zu klein bin, dass ich zu dünn bin, dass ich eventuell einfach nicht ins normale Schema passe, dass meine Möpse zu klein sind. Scheiß drauf. Ganz ehrlich, scheiß drauf, wenn solche Leute euch was sagen, aber es tut trotzdem weh. Ich merke es gerade selber, also ich war gerade, eigentlich guter Dinge, habe hier meine Sachen hingestellt und wollte dieses Video mit euch zusammen drehen. Und dann bekomme ich diesen Kommentar, da habe ich echt gedacht, ich sehe nicht richtig, weil das ist dermaßen oberflächlich. Natürlich bewege ich mich hier in einem sehr oberflächlichen Rahmen als Beauty-YouTuberin, aber trotzdem habe ich doch ein Recht darauf, auch mal eine schlechte Haut zu haben, oder? Sorry Leute, ich bin nicht so, dass ich mich dann verstecke und mir dann so eine Schicht Make-up drauf packe, sondern dass ich sage, ja, man muss den gesundheitlichen Aspekt bedenken und dann lasse ich das sein mit dem Schminken. Ich setze mich aber trotzdem vor die Kamera, denn es ist mein Hobby und ich liebe mein Hobby und wem es nicht passt, der soll einfach wegschauen. Sorry. So, jetzt habe ich mich aber genug aufgeregt. Wir fangen jetzt mal mit meinem Herzenswunsch an. Und zwar möchte ich gerne ein paar Produkte ausprobieren. Dafür seid ihr eigentlich hier, oder? So, jetzt habe ich meinen Haarreifen aufgesetzt und dann gucken wir mal, wie das heute so wird. Denn die Produkte, die hier liegen, habe ich ja soweit noch gar nicht verwendet. Ich möchte anfangen mit einem Primer. Das ist so ein kleiner Pot von Rival de Loop, Just Beauty, ein Harmony Primer. Und den habe ich reduziert gekauft für, ich glaube, ich schau mal, 1,49 € und dann hatte ich ja noch die ganzen Prozente bei Rossmann und dann gucken wir uns den mal an. Es ist so ein Flubber, das ist so ein Gel, was hier drin ist und da bin ich gespannt, wie ich damit mein Gesicht geprimed bekommen soll, wie ich damit überhaupt Produkt rausbekommen soll. Ich versuche das erstmal mit dem Finger. Okay, das funktioniert jetzt nicht so super. Dann nehme ich mir einen von meinen neuen Pinseln, die du in meinem Amazon-Haul schon benutzt gesehen hast, denn in diesem Video habe ich sie benutzt. Das ist ja jetzt einfach so ein, ja, den kannst du nehmen, ne, für, ja, wenn du Foundation gemischt hast oder wenn du dir irgendwie sonst eine Maske auftragen willst. Oder jetzt für den Primer, denke ich mal, ist der auch ganz gut. Jedenfalls, um ihn aus dem Pott ordentlich rauszukriegen. Ich habe nirgendwo gesehen, wie man den zu verwenden hat, also wie viel man verwenden soll, wie man den auftragen soll. Es stand auch auf der Verpackung nichts drauf, also das finde ich ein bisschen merkwürdig, aber gut. Dann bin ich jetzt halt mal ein Versuchskaninchen. Vom Geruch her stand ja auch drauf, dass es ein Lavendelprimer sein soll und der riecht tatsächlich nach Lavendel. Das finde ich schon ziemlich angenehm, denn Lavendel beruhigt ja auch. Ich habe mir jetzt gut was aufgetragen und verteile das mal, befürchte aber, dass es vielleicht ein bisschen viel war. Okay, also der Primer ließ sich jetzt gut auftragen. Der hat sich auch schön mit der Haut jetzt verbunden, ist auch ruckzuck eingezogen und fühlt sich jetzt auch schön an. Also ich habe jetzt wirklich eine schöne, klebrige Haut, aber ich lasse das Ganze ja sowieso noch ein bisschen einziehen,
Genau, weil ich mache die Foundation heute nach dem Lidschatten, weil ich habe keine Ahnung, wie die Chocolate Gold so krümelt. Ich hoffe nicht. Ja, was ich ganz witzig finde, ist, dass der Primer sich jetzt wieder in die normale Form zurückgezogen hat. Also der ist wieder von der Oberfläche her so gelig. Und wenn ich jetzt auch mit dem Finger reindütsche, innerhalb von einer Minute ist der Fingerditscher dann auch schon wieder verschwunden. Oder noch schneller, der ist jetzt ja schon wieder verschwunden. Wahnsinnig witzig. Und das Gefühl, was ich jetzt auf der Haut habe, ist sehr frisch. Also das ist sehr angenehm. Ich denke, auch für den Sommer ist der richtig gut. Also schaut mal, ob ihr bei euch in der Rossmann reduzierten Ecke noch irgendwo diesen Primer finden könnt. Weil angenehm fühlt er sich definitiv an. Der kühlt auch schön. Also jetzt für den Sommer ist der ganz toll. So, dann schauen wir uns mal den Lidschattenprimer an von Too Faced. Shadow Endurance 24 Plus Hour Anti-Crease Eyeshadow Primer. So sieht der aus. Eine wunderschöne Verpackung, sehr, sehr hochwertig. Und hat hier vorne so einen spitz zulaufenden Ausgang von der ganzen Geschichte. Da mache ich mir mal ein bisschen was auf den Handrücken, um das mir gleich in mein Gesicht zu geben. Also auf meine Augen. Ich habe da jetzt so eine kleine Menge auf meinem Handrücken drauf und das ist auch ein bisschen getönt. Also da gab es keine Farbauswahl. Das heißt, es muss dann tatsächlich auch irgendwas sein, was dann auch passt. Also die Konsistenz ist ziemlich dick und da kann ich jetzt theoretisch ja genau den gleichen Pinsel nehmen wie eben, mit dem ich ja den Primer aufgetragen habe. Und dann trage ich einfach mal den Eyeshadow Primer auf meinem Lid auf. Dafür nehme ich mir jetzt wieder das schöne Spiegelchen von der lieben Jana zur Hand, weil ich doch etwas näher ran muss. Ich bin normalerweise Brillenträger und sehe das nicht so gut, wenn der Spiegel so ein Stück weit von mir entfernt ist. So, und dann arbeite ich das noch so ein bisschen mit meinen Fingern ein, aber der ist schon auch so ganz gut eingezogen. Ich weiß nicht, also normalerweise hätte ich jetzt gedacht, man muss da den so auftragen, dass man hier oben diese Äderchen nicht mehr sieht. Äderchen ist gut, ich habe da ja voll die fetten Oschis von Äderchen, weil ich einfach ein hellerer Hauttyp bin. Deswegen gebe ich mir noch ein bisschen auf und verteilen wir das dann auch nochmal. Ja, also wirklich abdecken macht der nicht, aber ich glaube, der soll einfach nur dann auch den Lidschatten fixieren, wenn ich das jetzt richtig mir denke. Wird wohl so sein. So, dann würde ich einfach mal sagen, dass wir uns jetzt mal um die Chocolate Gold Palette von Too Faced kümmern. Ich hatte euch ja in dem Douglas Haul schon den ein oder anderen Swatch gezeigt. Es ist einfach unfassbar geil pigmentiert. Also, das ist mega. Ich möchte gerne, weil auch darum gebeten wurde, so einen Grün-Gold-Look schminken. Zusammen mit Braun und schau einfach mal, was ich daraus machen kann. Also so eine Art Waldaugen. Das wäre ganz cool, glaube ich. Oh, ich liebe den Geruch. Mit der Farbe Rollin' in Dove, das ist dieser helle Ton, werde ich jetzt erstmal mein komplettes Lid setten. Und es war eine weise Wahl, dass ich auf jeden Fall gesagt habe, ich mache meine Base nachher, weil sowohl Kickback als auch Fallout ist da, was ich aber bei einer stark pigmentierten Palette tatsächlich auch erwartet hätte. Ne? Also du musst davon ausgehen, dass wenn Lidschatten, Paletten eine derbe Pigmentierung haben sollen, dann werden sie wahrscheinlich auch eher ein Fallout haben als Paletten, die schwach pigmentiert sind. Die Farbe So Bouillet gebe ich mir hier in meine Lidfalte ein bisschen höher, weil ich ja auch ein bisschen Schlupflider habe. Und ich verbinde das auch direkt hier mit meinem Außenwinkel. Pigmentierung ist sehr, sehr schön und sehr stark. Mir gefällt das richtig, richtig gut und das wird toll. Und die Farbe lässt sich auch echt schön aufbauen, muss ich sagen. Dass es nicht einfach nur Kaboom ist, sondern dass es einfach sich aufbauen lässt und einfach schön und soft wird. Das ist auch eine wunderschöne Farbe für die Lidfalte, finde ich. Also, gefällt mir. Da ich gerne experimentiere und auch unheimlich gerne mit Schimmertönen auch auf dem beweglichen Lid komplett arbeite, gebe ich mir jetzt diese Farbe. Das ist Love and Cocoa. Das ist ein richtig schöner, mega angenehmer Schimmerton nach außen hin auf mein bewegliches Lid. Nehme dafür so einen flachen Pinsel aus diesem rosigen Pinselset.
so sieht der aus, genau. Und ich habe da jetzt ordentlich Pigment drauf und dann schauen wir mal, ob das funktioniert oder ob ich meinen Finger verwenden muss. Oha. Die Farbe lässt sich da schön drauflegen. Das ist mega. Ziehe mir das auch so ein bisschen mit in nach vorne hier in die Lidfalte. Jedenfalls versuche ich das, aber das funktioniert nicht so ganz. Deswegen lasse ich das. Also der Ton krümelt überhaupt nicht. Das finde ich echt krass. Weil bei so einem gut pigmentierten und krass schimmernden Lidschatten hätte ich das echt erwartet, ne? Ja, ein ganz kleines bisschen. Naja, aber wow. Also das ging jetzt echt zackig, dass ich das jetzt auf dem Auge habe, ne? Gefällt mir. Wow. Wow, wow, wow. So, also meine Lidfalte muss ich definitiv vertiefen. Deswegen gehe ich hier in den Ton Cocoa Truffle. Das ist so ein Schokobraun, richtig? Zack, da ist mein Arm. Und der ist echt schön. Ha, herrlich. Ja, und nehme den einfach auch wieder mit dem Blendepinsel. Den klopfe ich aber ein bisschen ab, damit mir das nicht zu krass wird. Und vertiefe meine Lidfalte. So, ich versuche jetzt aber tatsächlich mal den Love & Cocoa, diesen schimmernden Ton, mit dem Finger aufzutragen. Und schau mal, ob das... Oh ja, das wird noch intensiver. Wahnsinn, das gefällt mir. Also mit dem Finger aufgetragen ist es nochmal eine Stufe härter. Das finde ich so schön. Ja, dann machen wir mal weiter und nehmen die Farbe Money Bags. Das ist dieser wunderschöne Grünton hier. Den swatche ich dir auch mal hier. Der fühlt sich so schön an. Und so sieht der Swatch aus. Das ist doch der Hammer. Es ist einfach ein richtig schönes Moosgrün. Passt perfekt zu meinen Augen. Also ich hoffe, dass meine Augen dann nicht verschwinden. Aber wir kriegen das hin. Den gebe ich mir auch wieder mit diesem gleichen Pinsel auf, aber mit der anderen Seite, die halt noch sauber ist. Weil das ja eben schon so gut funktioniert hat. Auch ohne Cut Crease lässt er sich so schön auftragen. Das ist ja Wahnsinn. Das gefällt mir. Olla, olla. Ja, aber wir müssen ja noch das Zentrum so ein bisschen betonen. Da gehe ich dann natürlich in Chocolate Gold rein. Das ist ja der Ultraton der Palette, würde ich mal so sagen. Das ist einfach ein bombastisches Gold. Boom. Ja, das gebe ich mir mit dem Finger auf mein Zentrum. So, mit dem Finger verblende ich dann die einzelnen Töne noch ein bisschen ineinander. Immer aufpassen, mit welchem Finger du welchen Ton aufgetragen hast. Sonst wird das etwas frickelig. Wahnsinnig cool. Dann verblende ich hier mal mit So Bouillet. Das ist ja der Ursprungs-Lidfaltenton, den wir genommen haben. So ein bisschen gehe ich da rein und dann verblende ich das Ganze ein bisschen nach oben hin. Aber es muss echt nicht viel verblendet werden, weil das so schon so geil ist. Zeit für Foundation. Und für Concealer. So, dann schauen wir mal, was für Produkte ich sonst noch hier so neu habe. Also ich müsste jetzt ja meinen Concealer setten. Das sind tatsächlich dann mehrere Produkte, die ich dafür nehmen könnte. Da hätte ich einmal von Rival de Loup Young die Sweatproof-Reihe 2-in-1 Waterproof Setting Powder und halt später irgendwann mal vielleicht auch das Anti-Shine-Paper. Verpackung mega. Du hast hier so einen richtig schönen, großen, nicht verzerrenden Spiegel drin, der mir richtig gut gefällt. Dann kannst du das hier runterklappen und hast dann hier das ultra, ultra softe Puder. Das ist echt schön. Ja, ich brauche jetzt keinen Puder swatchen, weil das ist ja transparent. Ja, fühlt sich aber auf jeden Fall mega an. Dann hast du hier eine Puderquaste und darunter, unter dieser Puderquaste hast du dann noch diese Anti-Shine-Paper, genau. So, dann habe ich aber noch zwei weitere und zwar auch von Rival de Loup
Young aus der Reihe No Filter Needed. Ich möchte jetzt gerne für unter meinen Augen zum Setten dieses Puder nehmen. Das ist das HD Powder. Das ist ein loses Puder, was ich jetzt ein bisschen vergünstigt bekommen habe. War ja im Angebot. Und für mein komplettes Gesicht möchte ich gerne das Loose Blur Powder nehmen. Das liegt ganz einfach daran, dass ich heute mal so einen kleinen Weichzeichner für mein Gesicht brauche und auch nicht schwitzen werde. Das heißt, dieses Sweatproof wird demnächst mal zum Einsatz kommen. Dann nehme ich mir als erstes dieses HD Powder und es ist halt noch komplett zu. Das heißt, ich entferne mal erstmal alle Tesafilmviecher und dann diese Folie. So. Hat keinen großen Geruch, glaube ich. Dann gebe ich mir ein bisschen was hier in den Deckel. Und mit meinem Ember-Schwämmchen, den ich dir auch gerne unten in der Infobox verlinke, gehe ich dann rein. Der ist ja noch feucht. Und presse mir das Produkt hier auf meinen Concealer. Ich finde, es sieht immer so merkwürdig aus, wenn man wirklich Baking macht, ne? So, dann mache ich mir jetzt mal eben meine Augenbrauen. So, wenn jetzt die Augenbrauen sitzen, man das Baking-Puder noch drauf hat, mache ich mir das Baking-Puder jetzt ab, weil es hat jetzt ja schon eine Weile eingewirkt. Genau, da kann ich jetzt hier so einen fluffigen Pinsel nehmen und verteile mir quasi das Puder so ein bisschen, weil es doch sehr viel ist. Sieht immer so großartig aus, ne? Also ich habe heute auch wieder den Hey Honey Concealer benutzt und ich muss sagen, je öfter ich ihn benutze, desto weniger mag ich den. Das ist echt blöd. Das ärgert mich. Ich mochte den mal richtig gerne. Leute, guckt euch das mal von nahem an. Also, ja, der Concealer ist jetzt irgendwie nicht so ganz so mein Freund. Das sieht man auch tatsächlich hier so ein bisschen, ne? Aber ich fand jetzt auch dieses Puder nicht so geil, weil wenn man das hier sich mal anguckt, ne? Das setzt sich zum einen in die Fältchen mit rein. Das verstärkt das Ganze nur nochmal. Das legt sich so ganz komisch drauf. Und das ist so richtig krümelig hier. Muss das so? Ich würde jetzt mal sagen, dass das nicht so muss, oder? Ich glaube, das Puder ist nichts für mich. Auch wenn die Farbe toll ist. Also, ne, die Farbe passt ganz gut, aber ich glaube, zum Baken ist das jetzt bei mir nicht so gut geeignet. Das gefällt mir leider überhaupt nicht. Deswegen ist das jetzt zum Baken erstmal durchgefallen. Ich werde es nochmal so als Puder so drüber mal benutzen, aber jetzt nicht als Baking-Puder. Das gefällt mir gar nicht. So, jetzt nehme ich das andere, das Loose Blur Powder. Auch aus der No Filter Needed Reihe und das ist ein 2-in-1 Primer und Fixing Powder. Aber ja, Primer habe ich jetzt nicht, als Primer Puder kann ich mir das auch nicht vorstellen. So, und das ist hier und setzt sich dann aus den 4 verschiedenen Farben zusammen. Ich kenne das ja von diesen Puderperlen tatsächlich auch und finde das auch immer echt schön, wenn man dann halt wirklich so ein bisschen dieses Gemischte hat, ne, weil sich dann scheinbar genau die Farbe auf die auszugleichende Farbe legt. Da sind noch Kleberückstände, das ist ein bisschen unpraktisch, ne? Da haben sie sich irgendwie was Blödes überlegt. Naja, so, jetzt mache ich mir das in den Deckel und das mache ich, indem ich das einfach komplett einmal umdrehe. Kurz drauf haue. So. Oha, da ist ein bisschen viel rausgekommen, Leute. Ups. Naja, dann versuche ich das ein bisschen so zu verrühren, weil ne, ich will ja auch die ganzen Farben ineinander haben. Auch das ist nicht ganz so einfach. Und nehme mir jetzt meinen Puderpinsel und trage mir das auf mein Gesicht auf. Sehr, sehr stark parfümiert. Huh, Rosenduft. Oh, wenn ihr, seht ihr das? Ich weiß es gar nicht. Ich bin einfach hier komplett weiß. Oh, schön. Erstmal schön einsauen hier. Eine Staubwolke ist das hier. Also, was sage ich denn jetzt zu diesem Puder? Schwierig in der Anwendung, weil du auf einmal unheimlich viel Produkt zu verarbeiten hast und du erstmal zusehen musst, dass du es irgendwie eingearbeitet bekommst. Und wenn ich dich mal näher ranhole, von Weitem sieht das ganz gut aus. Und ich denke jetzt auch in der Kamera ist es echt okay. Aber es ist schon sehr weiß und es fühlt sich schön an, ja, aber irgendwie fühle ich mich, als hätte ich so eine Schicht drauf. So, und so in etwa. Sehr trocken das Ganze. Gut, ich hatte jetzt auch eine matte Foundation hier drunter. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen mit den Fingern, also mit der Wärme meiner Haut so ein bisschen einzuarbeiten. Wollte gleich dann auch noch mal so ein Wasserspray drüber geben, weil das ist schon krass, ne? Also es fühlt sich sehr, sehr schwer auf der Haut an.
Ich denke, dass ich das nochmal solo benutzen werde, aber ja, also so ist es jetzt ein bisschen schwierig gewesen, das anzuwenden, aber es sieht relativ gut aus, ne? Wir machen jetzt erstmal weiter. So, es ist hier einfach eine riesengroße Staubwolke gerade. Oh, auf den Schock erstmal einen Kaffee. So, denn wir wollen jetzt ja noch meine Augen zu Ende bringen. Geil wäre es natürlich, wenn ich mir jetzt lila hier unten drunter setzen würde, so als Kontrast zu dem Grün. Aber ich will jetzt echt nicht übertreiben. Ich gehe mal einfach in Cocoa Truffle nochmal rein. Das ist dieser Braunton. Ein bisschen dunkler ist der ja. Mit so einem abgeschrägten Pinsel gehe ich dann jetzt einfach mal da rein. Klopf das ein bisschen ab und presse mir das richtig bis zur Mitte dran. Dann nehme ich hier diese Farbe Old Money und setze mir die auf die andere Hälfte des unteren Lides. Wieder mit dem gleichen Pinsel. Das ist so ein schöner, schimmernder Ton. Den presse ich mir richtig dran, ohne den vorher abzuklopfen. Der wirkt nämlich so richtig schön Rosé-Gold und verbindet dann so ein bisschen das Gold, was ich oben drauf habe, mit dem Braun, was ich hier auch drunter habe. So sieht das dann jetzt erstmal aus und jetzt möchte ich gerne meinen Augenbrauen-Highlight setzen und auch meinen inneren Augenwinkel highlighten. Dafür gehe ich hier in die Farbe Rich Girl. Das ist, wirkt in der Kamera nicht so silber, wie er hier im Pfändchen wirkt. Also mega, ich sag euch das. Also er ist einfach richtig silber. Der ist richtig schön silber mit einem Hauch Kupfer mit drin. Das finde ich mega schön. Dann nehme ich mir einfach so einen Point Brush. Gehe vorsichtig in die Farbe und setze sie mir als Augenbrauen-Highlight. Das ist ein richtig schön nasser Ton. Oh nein, sie highlightet ihre ungezupften Augenbrauen. Naja, und in meinen inneren Augenwinkel setze ich mir die Farbe auch. Die wirkt jetzt viel dunkler, viel grauer als eben beim Swatchen. Das ist schon sehr spannend. Ja, ne? Sieht doch ganz cool aus. Jetzt ist Zeit für einen Eyeliner. Oh, ich liebe Eyeliner. Das macht das Ganze nochmal so ein bisschen kompletter, ne? Da habe ich hier auch aus der Sweatproof-Reihe von Rival de Lupiang den Eyeliner Waterproof. So sieht der aus und mir gefällt die Verpackung. Also es sieht von der Farbe her, es ist schwierig, ne? Sowas wirkt dann auch schnell billig, aber ich finde Türkis bzw. so ein helles Grün eigentlich echt schön. Die Spitze ist unfassbar dünn und es ist schon schön präzise und schwarz, ne? Ei, 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 das wird schön. Ich streiche immer ein bisschen Produkt noch am Rand ab, weil mir das sonst einfach zu viel auf dem Auge ist. Aber ich habe mich jetzt heute mal für einen sanften Wing entschieden, für das etwas dezentere. Und ja, das finde ich toll. Nö, ich habe mich umentschieden. Ich mache heute einen krassen Wing. Ja, also so ein Dip-Eyeliner ist manchmal etwas kompliziert in der Anwendung. Mich hat er auch ein bisschen geärgert, muss ich gestehen. Denn er lässt sich halt recht schwer rausziehen. Und dann saut man sich das auch gerne ein. Da muss man das ein bisschen abstreifen, damit man nicht zu viel Produkt dran hat. Und da muss man immer wieder reingehen und das nervt einfach, dass dieser Stopper so hart ist, ne? Ja, dann ist es aber so geworden und es gefällt mir eigentlich ganz gut. Als nächstes trage ich mir jetzt die Better Than Sex Mascara von Too Faced auf. Da bin ich wirklich gespannt. Also die ist ja dann sehr ähnlich wie die, die ich ja aktuell verwende von L'Oreal, die Paradise Ecstatic. Und ja, das ist so ein ganz normales Bürstchen, was vorne und hinten etwas dicker ist. Und die trage ich mir doch jetzt mal auf. Die Frage aller Fragen, ist die Mascara wirklich besser als Sex? Nein. würde ich jetzt nicht so sagen, aber ich finde sie wunderschön. Also ich habe ja heute Morgen den Lash Primer von Evo Eye benutzt. Das mache ich ja entweder jetzt morgens, wenn ich morgens dusche, oder halt abends, je nachdem. Aber ja, ne? Die kann auf jeden Fall was. Schönes Ding. Wirklich schönes Ding, werde ich gerne weiterhin verwenden. Und ja, so sieht auf jeden Fall jetzt der fertige Augenlook aus. Ich finde es ganz cool. Ich finde, es ist echt ganz cool geworden, ne? Sehr geil. So, jetzt auch noch einmal von Weitem. Und jetzt mache ich mal eben mein Gesicht fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und das ist jetzt der komplett fertige Look. Gefällt mir richtig gut. Also, Fazit. Zu den einzelnen Produkten.
Primer finde ich cool, kann ich euch empfehlen. Eyeliner? Ich merke den Eyeliner tatsächlich jetzt auf meinen Augen. Also es ist jetzt nicht angenehm vom Tragegefühl her, würde ich mir jetzt nicht unbedingt nachkaufen. Lidschattenprimer hat seinen Zweck erledigt, aber ob man so einen teuren braucht, weiß ich echt nicht. Ich habe ja den von Action auch schon verwendet und fand den eigentlich auch ganz gut. Also naja, ich brauchte jetzt halt nicht so lange, um die Lidschatten so aufzutragen, aber ich glaube, das ist eher an der Lidschattenpalettenqualität an sich gelegen hat, aber nicht am Lidschattenprimer. Das heißt, für den Preis würde ich mir den auch nicht nochmal kaufen. Das Lose Puder HD würde ich definitiv auch nicht nochmal kaufen. Wird auch weiter wandern direkt. Die Mascara finde ich richtig toll. Ich werde nochmal so ein bisschen gucken, ob ich die mal so ein bisschen mit der Paradise Ecstatic ein bisschen vergleichen kann. Ein bisschen. Und dann sieht man halt, ob man das Doppelte für so eine Mascara bezahlen muss oder ob man einfach die Paradise Ecstatic von L'Oreal nehmen kann. Die Lidschattenpalette, Hammer, richtig geil. Große Liebe, ich bin verliebt, geiles Teil. Schaut euch die auf jeden Fall mal an. Wenn ihr im Douglas seid oder so, swatcht die wenigstens mal. Oh, ein Traum. Was hatte ich noch? Hier, das Lose Blur Powder. Das werde ich noch ein bisschen weiter verwenden, diese vier verschiedenen Viecher. Ich denke, dass es ganz geil sein kann. Man muss damit nur lernen, umzugehen. Das habe ich noch nicht getan. Die Pinsel, die habe ich jetzt ja auch hier verwendet. Also im Prinzip so gut wie alle, die in dem Set waren, würde ich auch definitiv jetzt weiter verwenden. Die sind schön, die sind weich, die sind gut im Auftrag. Die lassen sich echt, da kannst du schön mitarbeiten, ne? Und das war's auch schon. Also, ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass dich niemals unterkriegen. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!